Von den Küsten des Nordmeeres, wo die See rau ist und die Stürme unberechenbar, erzählt man sich eine Geschichte von einer Gruppe Fischersleuten, die an einem kalten Wintersmorgen in die unwirtliche See aufbrachen. Als sie schon müde waren von der harten Arbeit, erfasste sie ein wütender Sturm. Tosende Wellen beschädigten ihr kleines Boot und zerrissen ihre Netze. Aber sie wussten, dass viele Menschen auf ihre Rückkehr warteten. Und so nahmen diese standhaften Seeleute all ihren Mut zusammen und versuchten, dem Sturm standzuhalten. Es war der endlose Mut dieser Seeleute, der den Cinaria anrührte. Und so zeigte sich die Hüterin der Schätze des Nordmeeres hell leuchtend inmitten des Unwetters. Die wunderschöne Göttin mit ihren langen roten Haaren erwärmte die frierenden Fischer mit ihrem Antlitz. Dann gab sie ihnen eine Locke ihres prächtigen Haares und lehrte sie, es so zu flechten, dass ihre Netze stärker wurden. Außerdem pflückte sie einen Strang der Palmaria palmata-Alge und gab sie den Fischern, damit sie daraus einen belebenden Trunk mit vielen Vitaminen und Proteinen zubereiten konnten. Mit frischer Energie überstanden die tapferen Seeleute den Sturm und fuhren heim. Als sie das Land erreichten, wurden sie wie wahre Helden empfangen. Denn ihre Netze enthielten mehr Fische als je zuvor. Nur dank den Cinaria und ihrer geheimnisvollen Alge hatten es die Fischer geschafft, dem heftigen Unwetter standzuhalten. Noch heute gibt es Seeleute, die behaupten, dass sie bei Sturm den Glanz von Densinarias dichtem roten Haar sehen können, wenn es harmonisch inmitten der Wellen des Ozeans leuchtet. Pro Vital. Do care.